Ich wollte gerade sagen, dass ich eigentlich nur froh bin, dass wir nicht zweimal gegen Malefiz Who are antreten you? müssen, wie wir es mit dem Spiegel gemacht My name haben. is Aqua. Aber It looks like I was caught in a trap. noch ist der Why are letzte. you here? To prevent me from breaking her evil Noch curse, weiß man es nicht. I was to meet the most beautiful girl at a cottage in the glen. But now my true love lies in an eternal slumber. And only I can break the spell. You must really love her. Is what you said true? Yes, Maleficent told me. Oh, Prince Philip, it's you! Now, Philip, the road to true love may be barred by many more dangers which you alone will have to face. I'm going with you. There's something I need to know, and Maleficent has the answer. Yes, of course, dear. Now come along. We must hurry to Aurora. So, dann speichern. So, nachdem wir gespeichert haben, kämpfen wir uns durch den Kerker. Ich bin mir sicher, ja, eigentlich bin ich mir nicht so sicher, dass es hier vor Unversehrten wimmelt, weil ich glaube nicht, dass es hier vor Unversehrten wimmelt. Ich glaube eher, dass wir es hier tatsächlich wieder nur mit den Schweinchen und den Krähen zu tun haben. Oh je, gut, allzu weit mussten wir uns jetzt momentan noch nicht durch das Schloss schlagen. Allerdings haben wir es hier jetzt auch dafür mit einigen Schergen zu tun. Und ich denke, ich werde einfach mal den Multifokus nochmal benutzen. So, äußerst praktisch, oder? Außerdem glaube ich, muss ich den Prinz hier mal ein bisschen beschützen. Der sieht nämlich nicht so fit aus. Ja, wirklich nicht. Der hat keine Lebenspunkte mehr. Der ist schon K.O. Sowas nennt sich Prinz, Schwächling. Ja, so sieht ein krasser Angriff aus. Ja, so macht man das, mein Freund. Bäm, das sieht echt cool aus. Aber ja, da hat mir der Multifokus echt ganz schön den Arsch gerettet. Nee, zum Kerker will ich nicht nochmal. Hier geht's nirgends hin. Ich bin von hier gekommen, oder? Bin ich nicht von hier gekommen? Dann gibt es da hinten in dem Kerker vielleicht was anderes. In dem Fall gehe ich tatsächlich nochmal gucken, ob es hier vielleicht nicht noch irgendwas gibt. Außer Gegner. Und ja, gibt es tatsächlich. Ich muss nur gut genug springen können, um da drüber zu kommen. Und ich glaube ehrlich gesagt, da hinten komme ich definitiv nicht hin. Von daher gehe ich einfach mal wieder raus hier.
Und weiß jetzt auch, wo die dritte Tür mich hier im Altarraum hinführt. Das heißt, ich kann ganz gemütlich einfach meinen Weg gehen. Ich sehe auch nicht, dass hier irgendwo noch Kisten rumstehen. Und bin hier in dem Raum, wo mich Malefiz zurückgeschlagen hat. Die Frage ist, wo ist Malefiz hin? Öffne zusammen mit Prinz Philipp das Tor und entkomme. Ah ja, wenn es sein muss. Ich weiß, ich bin prinzipiell nicht unbedingt der größte Freund von solchen Escort-Missionen. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass es hier zum Glück gar keine Escort-Mission ist. Ach, Gott sei Dank. Das beruhigt mich um einiges, dann kann mir nämlich völlig egal sein, wie es Prinz Philipp hier geht. Ich muss mich hier einfach nur ein bisschen durchkämpfen. Und der Rest wird schon von allein erledigt. Ich meine, mir geht's gut, Philipp. Und dir? Wo muss ich denn eigentlich hin? Hierher? Philipp, komm! Oder wo willst du hin? Wo willst du hin? Ach so, ich soll da hoch. Alles klar. Oh ja. Es ist auch eine Möglichkeit, einfach... Okay. Einfach das Schloss zu zerstören. Wow, Aqua. Ja, man sollte mit Aqua definitiv nicht scherzen. Ich krieg so ein bisschen... Bisschen Angst vor Aqua. Wow. Also nicht wirklich Angst, weil Aqua ist, glaube ich, eine ganz liebe. Aber man sollte es sich, wie gesagt, auch nicht mit ihr verscherzen. Man hat gerade gesehen, sie kann Schlösser zerstören mit ihren Stiefeln. Ja, okay. Na, nee. Gott. Verdammt. Feuer? Ja, sehr schön. Wollte gerade sagen, jetzt kommt aber auch. Ich wäre jetzt echt böse gewesen, wenn er nicht hinterhergekommen wäre. Und das Tor wieder zu. Stellt euch mal vor, Prinz Philipp müsste ja weiterkommen und ich hätte dann keine Möglichkeit mehr, das Tor nochmal zu öffnen. Und das Spiel wäre quasi geglitscht oder sowas. Keine Ahnung, das wäre echt fies. Sowas sollte generell nicht passieren. Aber man kann es halt leider nicht immer verhindern. So, Kinders, mal abgesehen davon, dass mir der Controller aus der Hand fällt, weil ich bei 40 Grad so schwitze, dass ich keinen Grip mehr habe. Ansonsten geht's mir gut. Ansonsten komme ich hier eigentlich auch gut voran. Nehme mir allerdings natürlich die Schatzkisten noch mit. Gegner, die da mit Sicherheit noch kommen werden, hin oder her. Und noch ein Multifokus-Kommando, wow. Ich habe das eine noch nicht. Ich habe das eine noch nicht hochgelevelt. Die Seifenblasen, die habe ich noch nicht hochgelevelt und dann wird von mir erwartet, dass ich ein drittes benutzen kann. Und Sportsfreunde halten. Das heißt, ich kann höher springen, das ist praktisch. Aber was mache ich jetzt? Ich will zurück die Prinzessin retten. Was ich allerdings tun kann, wäre tatsächlich einfach mal das Multifokus-Kommando auf Donnerwetter zumindest mal zu ändern. Führe in Frost gehüllt, wiederholt Sturmangriffe auf die Gegner aus. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob mir das gefällt. Ich probiere das einfach mal aus. Ich probiere den Gefrierpunkt einfach mal aus. Hier zum Beispiel bei denen. Ja, wobei, könnte eigentlich...
Könnte ganz cool sein. Muss man mal gucken. Muss man einfach mal gucken. Ich werde auf jeden Fall mal kurz Donnerwetter noch ausrüsten. Einfach nur aus Neugierde. Und um euch Donnerwetter zu zeigen. Ich meine, ihr habt es gesehen. Ich habe es schon ein bisschen benutzt, als ich gelevelt habe am Anfang. Von daher, ich weiß prinzipiell, wie Donnerwetter aussieht, was es macht. Aber dadurch, dass man ab Stufe 2 immer noch so ein zusätzliches Kommando bei der maximalen Anzahl machen kann, würde mich halt schon mal noch interessieren, was ich da bei Donnerwetter noch krieg. Also die maximale Anzahl ist eigentlich ziemlich gering mit 5. Ihr habt es gesehen, ich hab das mit der Fokusleiste, das hat nicht mal gereicht für 5. Also man braucht entsprechend auch wirklich mehr. So, ihr Gegnerlein kommt. Wo seid ihr denn? Da. Ich habe euch vermisst. Kann ich nämlich jetzt das... Reicht immer noch nicht. Gottes Willen. Brauche ich also tatsächlich... Das ist schon mal negativ. Ich habe nur 5 und brauche scheinbar tatsächlich eine maximale Fokusleiste. Das ist echt übel. Ich werde auf jeden Fall mal kurz die beiden Vitas zusammenfügen. Und den Zeitkristall. Magiehast, perfekt. Feuersturmlauf und Immunität ist genauso perfekt. Und ich kann die beiden Eisklingen hier... Ah, nee, ich kann mit einer Eisklinge kann ich Eisrahmen machen. Oh, das ist natürlich auch praktisch. Soweit so gut. Immunität ist ziemlich praktisch. Das heißt nämlich, glaube ich, dass ich nicht gestoppt werde, während ich mich heile. Also wenn ich jetzt Vita einsetzen würde, würde ich nicht unterbrochen werden dabei. Das klingt zwar für mich so, als würde ich keinen Schaden erleiden, während ich mich heile, aber das stimmt einfach nicht. Also es sei denn, ich bin extrem blöd, aber ich bin der Meinung, das stimmt nicht. Schluss und aus. Oh, das sind so welche wieder. Praktisch. Zwar keine Ahnung, ob ich damit irgendwann mal irgendwas anfangen kann, aber ich habe auf jeden Fall jede Menge von was auch immer. Irgendwelche Zutaten, von denen ich nicht weiß, ob ich damit irgendwann tatsächlich mal was anfangen kann oder ob es mir was bringt oder nicht. Und ein Speicherpunkt. Sehr schön. Ah, Sportsfreund. Ich habe ja Sportsfreund auch noch erhalten. Oh Gott, das habe ich gar nicht. Entschuldigung. Da komme ich auch an den Sticker. Zack. Und speichern. Man kann niemals genug speichern. Das ist einfach so.
So, die Richtung, in die ich wollte, musste, war diese hier, genau. Ach, falsches Schloss? Nee. Ich wollte gerade sagen, falsches... Ich habe gerade gesagt, falsches Schloss. Aber wir haben ja im Terra-Part gesehen, dass Dornröschen in dem anderen Schloss drin ist. Ach, keine Ahnung. Ich bin sowieso verwirrt. Maleficent, what did Master Xehanort tell you? Such a pity, child, that you don't have Terra's gift for obedience. Nor can you see how easy it was for him. Terra would never do anything to help you. Quite the contrary. He fully embraced the darkness within himself. Stop lying! See for yourself all the powers of hell! Oh, wow. Dann kämpfen wir also doch nochmal gegen Malefiz, allerdings diesmal in Drachengestalt und zusammen mit dem Prinzen. Oh gut, soll mir recht sein, wenn der Prinz helfen will, dann soll er helfen. Oh, Barriere, Barriere. Oh, okay, ich bin nicht dazu gekommen. Hilfe! Oi, Halleluja! Halleluja! Wow! Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Kann ich um sie rum? Ich kann um sie rum. Oh, das ist praktisch. Ist das okay, wenn ich ihn hier einfach kämpfen lasse und mache währenddessen mal mein eigenes Ding? Ich komme nicht dazu. Um Gottes Willen, was soll ich denn? Wie soll ich denn? Wow. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das hier auf ewig funktioniert, aber momentan funktioniert's. Okay, was geht jetzt ab? Hilfe? Ich hab Angst. Okay. Nehme ich an. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber ich nehme es dankend an. Heal!
Und mit Eisra. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe, aber ich habe den Malefizdrachen besiegt, von daher beschwere ich mich nicht. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Das war ein seltsamer Kampf. Na komm schon, das hätte ich auch gekonnt. Das hab ich gemacht. Das hab ich, also... Nee. Aber gut, wir wissen ja alle, dass das nicht das Ende von Malefiz war. Of true love that defeated you. I will not be defeated by something as insignificant as love. You don't even know the first thing about it. You're too clouded by darkness to see that there's something greater. Try all you want, but you'll never defeat a heart filled with light. Perhaps. But remember one thing. As long as there is light, there will be darkness. And in time, many more will be drawn to it. And they will all belong to me! Terra, you better stay strong for me.